Okay, dann darf ich Sie begrüßen, sehr geehrte Presse, Damen und Herren, zur heutigen Pressekonferenz des 32. Spieltages nach dem Spiel unserer Sportfreunde Lotte gegen den KFC Uerdingen 05. Das Spiel fand insgesamt statt vor 1633 Zuschauern und endete mit dem Ergebnis 1:3. Begrüßen darf ich auch hier vorne an meiner Seite die beiden involvierten Trainer der heutigen Partie. Für den KFC hier an meiner Seite Frank Heinemann und unsere Sportfreunde Nils Drupe. Herzlich willkommen. Das erste Wort gehört den Gästetrainern, Frank Heinemann. Wir sind gespannt auf Ihren Kommentar. Ja, gespannt. Das war schon heute ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Wie jeder weiß, und es wird ja seit Wochen breit getreten, das ist mittlerweile unser 12. Spiel vor diesem Spiel gewesen, was wir in der Liga nicht gewonnen haben. Dementsprechend ist natürlich der Druck bei der Mannschaft sehr, sehr groß gewesen und auch gut war es natürlich für uns, dass wir am Dienstag im Pokal bei Rot-Weiß Essen da den ersten Erfolg hatten. Ich glaube, dass wir die Euphorie nach dem Spiel, weil wenn man dann in die Kabine kommt und ich habe immer gesagt, wir haben eine Mannschaft, das sind alles Jungs, die wollen gewinnen und da sieht, dass kräftig durchgeatmet wird, dann weiß man, welche Last von einem fällt. Dass wir dann hier heute hingefahren sind und haben gesagt, dass es ein ganz, ganz schweres Spiel wird. Ich war am Montag noch in Osnabrück und muss ganz ehrlich sagen, da hat Lotte gerade in der ersten Halbzeit super dagegen gehalten, vielleicht sogar die beste Mannschaft gewesen ist. Und da habe ich gesagt, es wird sehr, sehr schwer heute. Für uns war es natürlich optimal, dass wir so schnell in Führung gegangen sind. Und das hilft natürlich, gerade in der jetzigen Situation. Und dann sind wir sehr gut ins Spiel gekommen und waren letztendlich dann in der ersten Halbzeit 3:0 vorne. Wenn man dann so in die Pause geht, dann freut man sich natürlich darüber, aber wir haben auch klar und deutlich gesagt, gerade in der Anfangsphase der zweiten die Hälfte, wir müssen gut dagegen halten, weil es kann immer mal ein Tor passieren und das Wetter soll man auch nicht unterschätzen. Ne? Morgen ist es frisch, dann wird es warm, dann trudelt man so ein bisschen ein, man ist nicht mehr im Rhythmus, aber ja, so kam dann auch das 3:1 und Lotte ist nochmal zurückgekommen. Das spricht ja auch für die Mannschaft von Lotte. Auch das, was ich gesagt habe. Und dann haben wir aber ordentlich verteidigt. Das war nochmal ein bisschen Probleme bei Standards. Das war uns aber auch bekannt, dass der Lotte sehr gut ist. Wir hätten dann natürlich in der einen oder anderen Phase noch einen Konter besser fahren können. Letztendlich bin ich natürlich mehr als glücklich, dass wir hier 3:1 gewonnen haben. Das war ein ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel für uns, um da mal einen Break zu kriegen. Und ich wünsche den Nils in Verbindung natürlich mit dem Verein alles Gute und dass die Liga 3 erhalten wird hier. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frank Heinemann, für den Kommentar. Ich denke mal, zurück ins Spiel ist das richtige Stichwort. Nils, wir sind gespannt auf deine Analyse zum Spiel. Ja, danke Frank für die Worte und Glückwunsch nach Uerdingen. Ich möchte mein Fazit in zwei Teile. Teile unterteilen. Zum ersten sportlich zu diesem Spiel heute. Ich muss mich für die erste Halbzeit von meiner Person, von uns als Trainer und auch von der Mannschaft aus, für alle Fans und für alle Verantwortlichen von Lotte absolut entschuldigen, weil da waren wir, standen total neben uns, sehr naiv verteidigt, keine guten Abstände gehabt, die Rückwärtsbewegung war eine einzige Katastrophe und wenn man einen Gegner mit so einer hohen individuellen Qualität zu solche Räume gibt und solche Möglichkeiten gibt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man auch absolut verdient in dieser Höhe zur Halbzeit zurückliegt. Ja, also da kann man sich auch nicht nur auf das Fehlen von Stabilisatoren Schulze, Rahn, Dietz berufen und nur sagen, die haben gefehlt, deswegen war es ein bisschen schwierig. Natürlich weiß ich, dass Wende angeschlagen hat, dass Adam Strait da schon eine gute Besserung jetzt schon wieder mit dem Krankenbank abgeholt wird, weil er Dienstag die OP gehabt hat und riesige Probleme hat und kaum was sehen konnte. Alles gut und schön, aber trotzdem darf ich mich nicht auf diese Art und Weise aufgeben in der ersten Halbzeit und das ist passiert. Und das ist nicht das Gesicht dieser Mannschaft, so wie sie uns eigentlich so die letzten Wochen, also mir zumindest persönlich, in den letzten Wochen, auch wenn die Ergebnisse nicht gestimmt haben, das weiß ich sehr wohl, so viel Freude bereitet hat, weil das ist, wie Frank richtig gesagt hat, ist nicht unsere Mentalität und nicht die Willenskraft, wie ich sie bei dieser Mannschaft kennengelernt habe. Willenskraft und Mentalität, ich glaube, das ist das Mindeste, was man dann haben kann, dass man in der Halbzeit sagt, okay, so eine Halbzeit können wir nicht nochmal spielen, weil das ist nicht die Situation, in der wir uns befinden. Sollte man nie spielen, aber gerade in der Situation, wo wir uns befinden, aufgrund der letzten Wochen, sollte man so eine Halbzeit nicht spielen.
Und dann hat die Mannschaft zumindest, ja, was heißt eine Reaktion gezeigt? Also das setzt sich einfach auch mal voraus, wenn man eine gewisse Stolz und Ehre hat, dass man so eine erste Halbzeit nicht nochmal wiederholt. Wir wussten natürlich auch, wenn solche Spiele können auch laufen. Ich hab mich selbst immer wieder erinnert an das Derby damals oder letzte Saison, was glaube ich von Domme, Schalke gegen Dortmund, wo sie 3-0 zurückgelegen haben. Natürlich können solche Situationen passieren. Da gehört auch mal vielleicht das Momentum dazu, wie vielleicht in einer Situation bei Felix Trinkhut oder bei Jaro Lindner mit dem Handspiel. Klar können dann solche Dinge kippen, aber darüber möchte ich eigentlich nicht reden, sondern wie gesagt, die erste Halbzeit war katastrophal. Dann hat die Mannschaft zumindest wieder ihre Mentalität gezeigt. Und jetzt muss man, ich hoffe, jetzt hat es auch der Letzte verstanden, worum es eigentlich geht. Mir war es immer klar, ich habe nie, glaube ich, was anderes hier erzählt. Und Fakt ist, dass die Mannschaft nur bestehen kann in dieser dritten Liga, wenn sie einen brutalen Zusammenhalt hat. Und das war, und jetzt komme ich zum zweiten Teil meiner Analyse, war in den letzten Wochen, das muss man einfach sagen, hier in der Mannschaft und rund um die Mannschaft nicht der Fall. Ja, war nicht der Fall. Und das ist meiner Meinung nach einer der Gründe, warum auch diese Mentalität und dieser Zusammenhalt, wie wir sie hatten in der Phase, wo wir die engen und die knappen Spiele auf unsere Seite gebracht haben, ist leider nicht mehr der Fall und ist mit einer der Gründe, warum es brutal schwer ist, jetzt auch wieder den Turnaround zu schaffen, weil eins ist doch vollkommen klar, es gibt keinen Mittelweg, es gibt nur schwarz oder weiß. Wenn dieser Verein, wenn die Mannschaft das Ziel hat, diese Liga zu halten, dann muss man ganz einfach an einem Strang ziehen und dann muss man alles mobilisieren, was man hat. Und das ist brutal wichtig, ja, weil eins ist vollkommen klar, dieses Ziel haben wir alle und dafür geben wir alles. Und ich kann nur sagen, dass jeder Einzelne von uns im Staff und auch von den Jungs immer, wie ich es mitbekomme, brutal professionell verhält. Und das ist meine zweite Einschätzung, mein zweiter Teil der Analyse vom heutigen Tag. Danke. Ja, vielen Dank, Nils, für deine aufrichtige und klare Analyse zum Spiel und deinen beiden Punkten. Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt sicherlich daraufhin auch Fragebedarf. Wir haben ein Mikrofon vorbereitet, geben Sie uns gerne ein Handzeichen und dann kann es auch schon direkt losgehen. Gerne. Ja, Nils, in der 40. hast du bereits das erste Mal gewechselt, Österhellweg runter, der bewegte bis dahin eigentlich noch mit seinen Freischüssen am gefährlichsten Weg, kam rein. Welcher Gedanke steckte dahinter? Ganz einfach, man muss ja nur mal sehen, wie die Tore gefallen sind und wie die linke Seite, wie offen die war. Wenn ich so verteidige und keinen Anschluss finde zu meinem Mitspieler, da kann ich noch so tolle Freistöße schießen. Meine erste Pflicht ist es erstmal, das geht gar nicht, ihn jetzt persönlich anzugreifen, aber jeder Einzelne muss verstehen, dass man es als Sportfreunde Lotte ja, erstmal die Pflicht hat, erstmal gut zu stehen gegen Maximilian Beister, Kevin Großkreuz und so weiter. Weil die haben eine brutale individuelle Qualität und wenn man es nicht schafft, die Seite zu schließen, mussten wir reagieren. Ja, und da haben wir schon im Vorfeld, dass wir gesagt haben, okay, sollte es dazu kommen, dass wir keine Stabilität finden, werden wir auf Dreierkette umstellen. Das haben wir dann ja auch zur Halbzeit gemacht. Dadurch hat man zumindest bessere Abstände und ich glaube auch einen besseren Zugriff zum Spiel. Und die Idee war dann halt, einen defensiven Spieler dorthin zu stellen, das ist dann halt in der Halbzeit dann auch mit, ist dann halt Jonas Hoffmann gewesen, der auf diese Position gerückt ist. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Also Schlegelmann, WN, bitte. Das Spiel hat natürlich sehr schlecht angefangen mit dem Patzer von Thomas Blomeyer, als er weggerutscht ist, und dem frühen 0:1. Logisch. Aber in Osnabrück haben wir es alle gesehen, da hat die Mannschaft die nötige Leidenschaft, den Willen, die Kampfbereitschaft an den Tag gelegt. Das war heute nicht so zu sehen. In einem Spiel, wo es wirklich um unfassbar viel ging, für Lotte mindestens so viel wie für Uerdingen. Definitiv. Aber ich habe es vermisst, ich habe es nicht gesehen. Ja. Woran lag das, dass die Mannschaft es nicht geschafft hat, diese Bereitschaft, diesen Willen auf den Platz umzusetzen? Jetzt, wie viele Tage sind wir nach dem Osnabrück-Spiel? Fünf Tage später. Also, es ist eine gute Frage. Also, das ist, woran liegt es? Liegt es daran, dass man auf einmal den Glauben verliert, weil man sagt, okay, schon wieder der x-te Rückstand, dummer Fehler, wirf mich komplett wieder zurück. Ist es die Qualität des Gegners? Ist es die Einstellung? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Einstellung von einzelnen Spielern innerhalb von fünf Tagen geändert hat. Ist es das wirklich die Ernsthaftigkeit, mit denen ich auch die Dinge verteidige, so wie ich sie verteidigen muss? Das sind unterschiedlichste Dinge, die wir jetzt besprechen können, das steht außer Frage. Ich hab zu viel meine Meinung und ich glaube einfach, dass es eine Kombination von allem ist. Ich glaube einfach, dass es auch was damit zu tun hat, mit welcher Ernsthaftigkeit oder mit welcher Konsequenz verteidige ich auch die Position. Und Giron war ständig und klar, der Fehler war von Thomas Blumeyer, ist natürlich denkbar schlecht,
wenn ich gerade eine neu zusammengestellte Kette habe und Innenverteidigung habe, dann auf einmal noch ein zusätzlicher Patzer kommt, der auch nicht für Sicherheit sorgt, ist auch vollkommen klar. Was soll man machen? Also und dann, wenn ich dann erstmal so eine Position habe, dann geht es erstmal darum, Ordnung zu haben, gute Abstände zu haben, das, was im Vorfeld auch klar besprochen wurde, wir brauchen gute Abstände, wenn wir dem Gegner Räume lassen, in der Situation, wie sie auch gnadenlos ausgenutzt haben, dann haben wir keine Chance. Und das war für mich auch dann ganz klar bei einigen Spielern zu erkennen, dass ich einfach, es war dann sofort, wir wollen das drehen, ohne aber auch erstmal eine gewisse Stabilität zu haben, das heißt erstmal gewisse Abstände zu haben zwischen den Mannschaftsteilen, um erstmal wieder Sicherheit und Ruhe reinzukommen. Wir haben dann ja sogar die Innenverteidiger nochmal gewechselt, Adam auf seine Position hinaus. Also viel versucht, am Ende des Tages hat sich jetzt nichts gelungen. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen von Ihnen? Schon mal in der Runde, dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich an der Stelle mich verabschieden. Sie hoffentlich alle wiedersehen am 34. Spieltag. Ostersonntag, dem 21. April, treffen wir hier im gleichen Stadion um 14 Uhr. Auf den nächsten Gegner. Spannende Partie steht an, und zwar Energie Cottbus erwarten wir. Und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit, gute Rückreise und ein gutes Wochenende. Dankeschön. Danke.